Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. So, wir haben mal eine Insel gefunden, wo wir nicht gleich erschlagen werden bei unserer Ankunft. Wahnsinn. Ja, selber schuld, wenn ich immer dieselbe Insel ansteuere. Ich weiß, aber ich habe mir halt gedacht, ich hätte eine Chance und ich könnte das jetzt schaffen, mal die große Insel für unseren Vorteil zu nutzen, aber die kostet mir eigentlich nur mein Leben. Und das ist ein sehr teurer Preis. So. Ich befülle mal schnell unseren Reiniger. Der drüben ist voll. Passt. Ich habe momentan keinen Speer, aber nur eine Axt. Das ist schon mal was. Und mit der Axt werde ich jetzt da mal die Insel erobern. Ruck. Habe ich ja Platz? Ja. Melonen und noch mehr Melonen. Dann schauen wir uns mal oberflächlich um, ne? Natürlich nehmen wir auch die Planken mit, Kokosnüsse und so weiter. Zack, zack. Dam, 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 baram, bam, bam. So, auch die Mangos. Sehr gut. Dreck gibt es scheinbar nur, wenn man eine Höhle gefunden hat oder so. Dort scheint es dann zu klappen. Dam, da, dam, dam, dam. So, die Blümchen brauchen wir nach wie vor nicht. Dab, dam. So. Das zu dem. Jetzt schaue ich noch hier ganz kurz. Wasser. Ob es hier noch irgendwas für uns gibt, aber es schaut nicht so aus. Das heißt, zack, müssen wir jetzt schauen, dass der Hai stirbt. Hoppala. Was war denn das jetzt, bitteschön? Hopf. So. Sämlinge, die gehen wir wieder ab, natürlich. So. Sämlinge. Wobei, jo, das kann ich so dabei. Ja, ich habe leider nichts. Ich habe nur die Axt und mit der Axt, glaube ich, kann ich dich nicht besiegen, oder? No. Kann ich nur mein Floß damit kaputt machen. Gut. Dann werden wir uns ein Holzspeerli bauen, ne? Ein Holzspeerli. Kann ich den schon? Nein. Na, na. Fehlt mir ein Metallbahn, natürlich. So, also ein Holzspeerli. Und ich müsste kurz mal rauf mein Essen holen. Dam, da, dam. So, eine Schüssel haben wir ja da. So, dann kann ich gleich einmal, zweimal, dreimal, viermal. Zack. Dann auch meine Fischilis. Wir haben mal ein bisschen Gemüse mal braten, ne? So, und gleich noch den Fisch dazu essen. So, ja, das ist schon mal okay. So. Na, hier sind tatsächlich nur Federn. Das ist echt komisch. Naja, Speer haben wir da. Der Hai ist eh schon ziemlich angeschlagen. Da ist er. Das heißt, wir müssten eh eine gute Chance haben, ihn zu besiegen, auch mit einem Holzspeer. Also sollte nicht allzu lange dauern. Sollte. WTF. Na, kommt auch runter. Ja, das war natürlich jetzt zu spät. Ist ja voll klar. Wenn es nicht runtertauchst, du Depp. Da kommt er wieder. Zack. Und zack. Nein, zweites Mal ist nicht ausgegangen. Da ist er wieder. Zack. Zack, ein zweites Mal getroffen. So, gleich müsste er erledigt sein. Zack. Na, wo ist er? Da. Zweites Mal zu treffen ist nicht so einfach. Und? Zack. Jawohl.
Sehr gut. Und auf geht's. Muss ich nochmal Luft holen? Ja. In der Tat. Habe ich noch Platz? Na, kein bisschen. Sehr schön. Nicht gut. Gar nicht gut. Hä, warum stackt das bitte nicht? Das deckt doch mal, du Klumpert. So. Jetzt haben wir genug Platz. Da sehe ich schon mal Kupfer. Kupfer lasse ich mal. Das brauche ich nicht unbedingt. Ich will nämlich Metall haben. Da drüben. Metall holen wir uns mal als erstes. So. Natürlich dauert das jetzt doppelt so lang oder dreimal so lang. Ist eh klar, weil wir mit unserer Schlechten unterwegs sind. So, auch muss ich nebenbei Seetang ernten. Und Schrott. Da vorne haben wir noch Metall. Soll ich mir gleich essen? Glaube ich. Oder ist es Kupfer? Na, ich glaube Metall. Metall? Ja. Da haben wir schon wieder 5 Bahnen. Wenn wir nicht sterben. Komm, mach schneller. So, da haben wir nochmal Kupfer. Da vorne ist Stein. Glaube ich. Da haben wir noch Metall. 2 sogar. Sehr gut. Nochmal fix Luft holen. Da wäre Kupfer. Na, was ist denn? Kupfer. Kein Erz, Metall. Da vorne muss ich hin. Zum Seetang ernten. Da haben wir nochmal Kupfer. Und kein Metall. Nein. Luft holen. So. Jetzt können wir vielleicht noch die Chance nutzen, ein bisschen Schrott noch zu sammeln. Und dann können wir ja schon wieder abhauen. Passt. Nochmal einen kleinen... Aha. Er ist schon wieder da. Ist schon wieder respawned. Das Ungetüm. Ich glaube, wir sind hier sowieso schon fertig. Also können wir auch genauso gut uns von dannen machen. 7 Erz haben wir bekommen. Ja, damit lässt sich schon was anstellen. Glaube ich. Seetang haben wir 8 Stück. Ja. Würde ich sagen, segeln wir weiter. So. Dann haben wir hier unser Schmelzi. Und das werden wir gleich schmelzen. So. Gut. Wir haben 3 Klipper. Kommt mir vor. Mhm. Und noch ein Metallerz. Das habe ich schon vergessen gehabt. So. Das haue ich hier rein. So. Hier drinnen noch ein bisschen Schrott. Den Rest lasse ich mal. Da hinten kann ich noch mein Kupfer, sei schon mein Kunststoff reinschmeißen. Dann werde ich auf die Schnelle ein bisschen Obst noch essen. Mampfi, Mampf, Mampf.
So, damit mein Hunger ein bisschen stillen und den Durst eventuell. Und habt schon alles weggefressen, ihr zwei? Schnell ernten. So. Jetzt frieren wir es nochmal. Jetzt müssten die Viecher ja vollgefressen sein. Es kann nicht sein, dass das nicht zu einem Erfolg wird. Dass die Viecher Eier legen können. Und ich brauche eben sowas wie diesen Dodo, dass der vielleicht für uns dann Eier legen kann, dass es die Möwe gar nicht kann. Das könnte auch sein. Wäre ein bisschen doof. Aber naja. Was soll man machen? So. Sehr gut. Das schmilzt fröhlich vor sich hin. Wie schaut man hier aus? Jo, das dauert jetzt noch ein bisschen. Den Metallspeer brauche ich jetzt. Eine Schaufel brauche ich auch. Wäre besser, zuerst eine Schaufel zu machen. So. Schaufel fertig. Passt. Nach Möglichkeit nicht sterben. So. Zack. Da 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 da. Da 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 da. So. Gut. La 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 la. Sind wir auch gut genährt. Sind wir schön satt. Passt prima. Ja, ich bin ja jedenfalls schon mal froh, dass wir Leder gefunden haben. WTF, was machen Sie da? Nicht wegschmeißen, alter Schwede. Puh. Ich habe nichts angepflanzt. Was willst du damit da zerstören? Wohl da eine. Okay. Lol. Ja, Ballenblatt braucht man jetzt. So wirklich. Dann brauche ich noch eine Schere. Da haben wir noch eine Scharnier. Kann ich gleich herstellen. Sicher. Schmeiß weg. So. Ach du Heilige. Tschüss. Die tue ich wieder in meinen Werkzeugkoffer. Die Schere und die Schaufel. Ja. Eigentlich auch die Metallaxt. Brauche ich jetzt momentan eh nicht. Sicher, sicher. Weg damit. Gutes. So. Wieder mal den zweiten blicken. No, da ist nichts. Dann noch die letzten beiden hier schmelzen. So. Dann können wir schon den Clipper angehen. Da brauche ich jetzt eh sehr viel. Drei habe ich noch. Den Metallhaken wäre noch gut zu basteln. Schrott brauche ich noch ein bisschen. So. So. Passt. So. Na, ich will, dass das hier und so. Ja, genau so. Die Planken werde ich auch hier reintun. Kriege wieder mehr als Reserve. Ja, friss es weg. Ist mir wurscht, ist es weg. Und dann will ich aber, dass du mir Eier legst, Viech. So. Gut. Die schmelzen vor sich hin, das passt. Dann gehe ich mal kurz rauf.
Und schau mal. Okay, die nächste Insel ist gleich sichtbar. Da drüben können wir noch einen Schwenk machen. Können wir noch einen Schwenk machen in diese Richtung. So. Sollte passen. Gut, gut, gut. Wie schauen wir aus? Sehr gut, fertig, fertig, fertig. Sehr gut, sehr gut. Kann man auch gleich wegschließen, die Metallbahn. Das sind meine eisernen Reserven für diverse Unfälle. So, dann werde ich mal was schnapulieren. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir eine vernünftige Insel finden. Eine, die uns nach Möglichkeit nicht gleich umbringt. Genau, den will ich auch herstellen. 15 Planken. Das sollte ich vielleicht schon zusammenbringen. Oh ja, das könnte was werden. So. Das könnte was werden. Habe ich, ja. Und der Bolzen fehlt noch einer. So. Dann schauen wir mal. Zack. Jetzt haben wir einen Kescher. Für Häschen. Ich habe da keinen Platz mehr. Ich nehme mal den Schweinekopf. Und baue mir vielleicht so ein Trophäendingens. Hier, ne? Trophäenbretten, großes, glaube ich. Planke und Nägel brauche ich. Okay. Sollte kein Problem sein. Mhm. Schrott haben wir bekommen. Aus drei Nägeln. Aus drei Schrott kann ich Nägel machen, so wollte ich gerade sagen. So, ist die Insel schön sichtbar? Nein. Ich hoffe, ich segel da nicht vorbei. So. Also, eins, also drei Nägel einmal. Jetzt geht's. Genau. Jetzt können wir das. So, wo tun wir es denn hin? Boah, das ist echt groß. Ich würde sagen, klatsch mal die so hin. Oder? Ist das ungut? Eher hier hin. Machen wir dahin. Und unsere Trophäe. Nach Möglichkeit. So. Wow. Ja. Nicht unbedingt so mein Stil, aber ja, schön. Sehr schön. Perfekt für den Jägermeister. So. Jetzt muss ich mal rauf und schauen, wo wir denn sind. Sind wir schon vorbeigeschustert? Na, kommt erst. Dauert zu lang. Ich glaube, ich sehe schon was da drüben. Ich glaube, da drüben ist schon was. Heureka! Wah! Wah, 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 wah. So sehe ich mal gar nichts. Ja. Da drüben. Ich glaube, das ist wieder so ein Bauwerk. Oder ist es eh dasselbe, wo wir schon mal waren? Das wäre jetzt echt blöd. Dann bereite ich immer dieselben Inseln. Ja, vielleicht komme ich so auf explosives Pulver. Ich glaube, das ist schon wieder das Ding, wo wir mal waren, oder? Jetzt schaut das schon bald aus wie ein Schiff. Ist das ein gestrandetes Schiff? So,
So ein Luxuskreuzer? Weil dann waren wir noch nicht hier. Das ist, glaube ich, echt ein Teil von dem Schiff. Na toll. Brich weg. Hast du recht. Ja, ich glaube echt. Tatsächlich. Tatsächlich, das ist ein Schiff. Cool. Okay, ich muss nach hinten. Ganz schnell. Ich glaube, jetzt passt's. So. Wie cool ist denn das? Ich schau noch mal. Von hier komme ich rauf, denke ich mal, ne? Wie viel Platz habe ich? Genug. Mhm. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich sammle noch Proviant. Das schaut schon sehr vielversprechend aus. Amerika. Werde noch schnell was schmelzen hier. Beziehungsweise schauen, dass ich mir eine Flasche zusammenbauen kann. Hätte ich nicht schon mehr Clipper? Jetzt bin ich verwirrt. Drei nur? Hä? Habe ich das irgendwo hin verschmissen? Also weil ich gestorben bin, glaube ich, ne? Irgendwie so. Ein Clipper brauchen wir noch für die leere Flasche. Die will ich noch machen. Und ich werde mir jetzt mal in der Zwischenzeit noch schnell Proviant holen. Der Luxuskreuzer. Alter. Sachen. Upsala. Sachen gibt's. Mein Gemüse. Das werde ich gleich mal verspeisen. Gemüse hat mir eh schon. Hoppala. Schon lange nicht mehr. Außer halt im Eintopf. Den Fisch knusper ich auch noch weg. Dann haue ich mir noch schnell ein Stück vom Hai auf den Grill. Ein paar Planken dazu. Hier noch schnell eine Schüssel. Hoppala. Das wollte ich nicht. Sondern tauschen. So. Noch schnell einmal Eintopf. Hoppala. Gleich zubereiten. Zack. Den Rest ins Lager schmeißen. So. Gut. Achso, falsches Ding. So. Genau. Jo. Also, dann noch schnell runterschauen. Oh Mann, ey. Mein Speer ist nicht draußen. Das war jetzt zu spät. Viel zu spät. Ja, natürlich. So. Da haben Köchholz. Gibt es hier noch Planken für mich? Ja, danke. Ich würde nur schnell mein Floß reparieren. Die Firma dankt. Blödes Mistvieh. So. Dann noch zur Schmelze. Ja, hier fehlen Planken. Super. Jetzt kann ich mir meine Flasche wieder herstellen. Ich freue mich. Kann ich gleich austauschen gegen eine Tasse. Für die zweite Flasche habe ich noch zu wenig Clipper. Ich werde natürlich weiter welches machen. So. Werde aber nicht wahnsinnig sein und versuchen gleich mal hier ein bisschen was zu horten. Was machen Sie da? Frage ich mich. So, hier in meinem Speziallager haue ich das noch rein. Essen habe ich noch hier. Gemüse wollte ich eh schon immer mal da auch was lagernd haben. So und so. Na komm. Genau. Die ist mein Proviant noch. Dann meine Tasse.
Die war immer hier drin, aber da bin ich voll, ne? Ja, hier hat auch nichts Platz. Dann schmeiße ich die Tasse einmal ausnahmsweise hier rein. Das haue ich weg. Kunststoff haue ich auch weg. Die Schüssel behalte ich. So. Jetzt muss ich mir noch die Axt mitnehmen. Und noch was zum Trinken, genau. So. Das zu befüllen ist halt ein bisschen lästig. Aber was soll's. Gibt Schlimmeres. Werden auch wieder bessere Zeiten kommen. So. Dann trinken wir noch schnell was, weil durstig bin ich sowieso. Proviant tun wir hier hin. Und die Axt gehe ich mir noch schnell holen. So. Ja. Jetzt sollte ich mal fürs Erste gerüstet sein. So. Ich probiere mal mein Glück. So. Und jetzt, wie komme ich hier hoch? Boah. Hier ist so gefährlich? Ja. Okay. Gut. Aha. Da kann ich auch rein. Okay. Was haben wir denn da? Das ist nur eine Dose. Mechanisches Teil. Mhm. Okay. Interessant. Guten Tag. Hier ist es dunkel. Aber diese mechanischen Teile. Aha, hier war mal ein DJ. Diese mechanischen Teile sind interessant. Kugel aufnehmen. Oha. Kann man hier Oje, die ist von innen verriegelt. Weiß nicht, ob das so super ist. Was haben wir da? Hinweis aufnehmen. Eine neue Notiz hinzugefügt. Sollten wir vielleicht gleich anschauen, ha? Huh? Ich gehe mal wieder auf die Sonne, da ist wärmer. So, gucken wir mal. Jetzt muss ich nur gerade wieder... Huch, was soll ich denn da jetzt da? Entschuldigung. Ich wollte sagen, ich muss nur gerade herausfinden, wie ich... Ach hier. Genau, so. Tee für Tagebuch, ne? Ja, logisch. Okay. Gefundene Gegenstände, eine Kugel. Und mechanisches Teil. Transkribiert. Mein Name ist Olof Wilkstrom. Wer auch immer das hört, das ist mein letzter Wille und Testament. Ich gebe zu, dass ich weggelaufen bin und meine Wähler und das Projekt Reformation im Stich gelassen habe. Vielleicht hätte die Welt nicht ertrinken müssen, aber andererseits war ich nur ein Mann. Welchen Unterschied hätte ich machen können? Das Schiff ist startklar, Olof. Ich verlasse dieses Schiff und die Männer nur aus Not und nicht aus Feigheit. Die Krankheit des Kapitäns nahm uns den Schein der Kontrolle, ließ uns treiben. Und der Schein, was? Nahm uns den Schein der Kontrolle, ließ uns treiben. Da fehlt, glaube ich, ein Wort. Egal. Der Motor ist erstickt. Dann repariere ihn. Wo war ich? Ja. Vielleicht finden wir andere an einem trockenen Ort. Weiter südlich. Vielleicht werden uns diese arktischen Zufluchtsstätten aufnehmen. Sie können Männer wie mich brauchen, auch jetzt noch. Die Benzinleitung ist unterbrochen. Vielleicht werden wir dieses neue Zeitalter begrüßen. Was meinst du mit unterbrochen? Eher wie zerkaut. Sohn eines Olof nimmt das verdammte Rettungsboot, schnappt in euch. Ah ja. Nicht so gut.
Nicht so gut. Okay. Sehr schön. Also Maschinenteile sind schon mal gut. Dann schauen wir einen Stock höher. Und der Part wird zu Ende. Ihr Lieben, dann schauen wir uns im nächsten Part weiter um. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!